So, ich zeige dir, wie du deinen Bildschirm auf dem Handy aufnehmen kannst. So, gehe, navigiere dich jetzt einfach mal. So, mal gucken, ob das jetzt geht. So, dann navigieren wir uns mal. Ich zeige es euch, wie ihr euer Bildschirm aufnehmen könnt. Das heißt, die erste App ist natürlich zum Simples. Die, das wird so gefragt, wenn du jetzt hier, dann nimmst du deinen Bildschirm auf. Jetzt nimmt er auf, das heißt, alles, was du im Hintergrund machst, kannst du auch hier aufnehmen. Ist eine gute Möglichkeit, auf dein Bildschirm, was du auf dem Bildschirm machst. Kannst du hier auch jetzt, wenn du fertig bist, musst du hier auf den Kreis klicken und kannst du auch Wiedergabe bei dir das angucken. Das zeige ich dir mal. Moment. Ja, das heißt, du kannst es auch Wiedergabe anschauen und kannst hier hochladen. Die andere App, die gern man vorstellen kann, ist die oberen Kamera App. Ja, dass man hier natürlich auch eine aufnehmen kannst, das heißt hier, also hier aufnehmen kannst, das heißt hier Testaufnahme, das heißt hier kannst du deine Qualität ändern. Ja, also ich kann es jetzt, kannst auch so machen, was du für eine Qualität machen kannst, das ist dir überlassen, kann ich gerne empfehlen. Also ist eine beste Möglichkeit, auch eine gute Möglichkeit, einfach auf dein Handy wo Apps installieren, die das da können. Du kannst auch bei Android, wenn du das besitzt, diese Bildschirmaufnahme, dieses wird auch genutzt. Das heißt, er nimmt auch Bild und Ton auf, dann kannst du mit deinen Leuten reden. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze hochzuladen und hochzuladen. Da muss ich gucken, wie ich das bekomme. Dann hab's dir mal die App mal gezeigt, diese Apps gezeigt, die euch herunterladen könnt. Ja, und hier kannst du es angucken. Das heißt, hier kannst du angucken. Das heißt, hier kannst du sagen, jetzt wird das angeboten und du kannst das machen, was du jetzt hochladen könntest. Und du kannst es auch hochladen. So, da habe ich Apps vorgestellt. Du kannst auch du kannst auch bei YouTube auch was aufnehmen. Das heißt, du kannst auch die Standard-App benutzen für aufnehmen. Hier gehst du auf Aufnehmen und dann suchst deine Qualität. Dann kannst du zum Beispiel 4K zum Beispiel bei mir machen. So, ich habe dir bei diese Apps mal vorgestellt, wie du auf dem Bildschirm filmen kannst. Und auch allgemein. So. Habt ihr mal erstmal vorgestellt. Und hochladen ist natürlich die simpel, ganz simpel sein. Und hat euch gezeigt. Und verlinke ich irgendwo. Hab's euch gezeigt. Und tschüss.